Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und anderen Video, unsere Reisehacks für euren nächsten Urlaub, die ihr unbedingt wissen müsst. Eins der wichtigsten Dinge, die wir in der Vergangenheit ja gelernt haben und ihr vielleicht auch in den Medien mitbekommen habt, ja, ist das Aufgabengepäck oder generell das Gepäck. Es kommt durchaus öfter vor, dass euer Aufgabengepäck nicht am Reiseziel ankommt. Es bleibt einfach irgendwo am Flughafen hängen. Und bis das dann nachgeliefert wird, ja, habt ihr eigentlich nichts. Klar, habt ihr eine vernünftige Reisekreditkarte, könnt ihr zwar einkaufen gehen, aber das ist auch erstmal am ersten Tag. Was habe ich denn am ersten Tag dann zum Anziehen? Muss ich dann die alten Sachen anziehen? Nein. Und deshalb haben wir uns angewöhnt, in unser Handgepäck das Wichtigste, das wirklich Wichtigste einzupacken. Das sind jetzt nicht nur die ersten Klamotten, sage ich jetzt mal, die kurze Hose, Unterwäsche oder Shirts, sondern auch Dinge, die wir definitiv benötigen. Eine Zahnbürste, unsere elektrische Zahnbürste ist immer dabei. Dann der Rasierer. Ladegeräte sind für uns ganz, ganz wichtig. Für MacBook, also für die Uhr, für iPad. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das sind so Dinge, die wir wirklich immer benötigen. Oder halt auch Flüssigkeit. Das sind also zum Beispiel entweder Medikamente, Mundspülung. Solche Dinge können auch mit, aber nur bis maximal 100 Milliliter. Und das in eine 1 Liter Plastiktüte, die man auch schließen kann. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Das kennt man vielleicht auch aus der Vergangenheit. Da kann aber auch alles rein, was man benötigt. Wie gesagt, die Mundspülung oder auch wichtige Medikamente, die können da auch rein. Tabletten nicht unbedingt, aber dann ist wenigstens alles an einem Platz und dann ja, hat man eigentlich alles, was man benötigt. Da wir ja nur kleine Mengen mit haben, könnt ihr vor Ort trotzdem eure wichtigsten Dinge oder die anderen Dinge ja erstmal kaufen. Und wenn ihr dann entsprechend die Reiseversicherung habt über die Kreditkarte, aber auf jeden Fall den Bon aufheben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn den müsst ihr später einreichen. Ja, und irgendwann kommt dann hoffentlich dann auch der Koffer und dann kann der Urlaub eigentlich ohne Probleme weitergehen. Ganz oft werden wir gefragt, warum wir denn immer hinten sitzen. Ja, in unserem Fall ist es so, dass wir mit der Kamera niemanden stören wollen, beziehungsweise niemanden hinter uns filmen wollen. Das erleichtert mir die Arbeit des Blurrens und so weiter. Aber für euch ist es halt auch mal die Frage, was ist der beste Sitzplatz in einem Flugzeug und wie wähle ich das heraus? Das solltet ihr tun, denn dann könnt ihr sicher sein, dass ihr entsprechend komfortabel sitzen könnt, weil es gibt ja Sitze mit mehr Beinfreiheit, aber ja, die nicht immer was extra kosten oder ruhigere Plätze. Erst muss ich herausfinden, was für ein Flugzeug eingesetzt wird. Das könnt ihr entsprechend in der Online-Buchung von eurer Airline herausfinden. Da wird oft das Flugzeug angezeigt und dann könnt ihr auf seatguru.com gehen und dort nach der Airline und dem Flugzeug suchen. Oder ihr gebt auf dieser Webseite gleich eure Flugnummer ein und dann wird entsprechend das Flugzeug angezeigt und dann habt ihr eine Map des ganzen Flugzeuges und die grünen sind meistens die besten. Letztendlich könnte das grün ist gut, rot ist schlecht, ja, weiß sind Standardsitze. Auf jeden Fall solltet ihr da gucken und die besten Plätze kosten oft Geld, aber könnt ihr das machen oder habt ihr darauf Lust, dann würde ich euch das empfehlen. Auf längeren Flügen ist zum Beispiel ein Notausgangsplatz ja sehr erholsam, wesentlich besser, weil man da seine Beine ausstrecken kann. Wollt ihr nicht Geld investieren oder geht ihr auf Risiko, könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr im Online-Check-in so schnell wie möglich euch eincheckt online und dann entsprechend kostenlos eure Sitzplätze aussucht. Bei manchen Airlines kann man tatsächlich auch Notausgangsplätze ja im Online-Check-in-Verfahren reservieren, kostenlos. Ansonsten, wie gesagt, schaut bei SeatGuru nach den grünen Sitzen und ja, sucht euch dann euren Sitzplatz aus. Ihr könnt es auch so machen, indem ihr quasi ganz freundlich beim Check-in vor Ort am Flughafen, ja, den Mitarbeiter fragt, das ist bei uns schon oft passiert damals. Ich weiß es noch, bei Air Berlin war es und auch bei Etihad. Da habe ich einfach mal freundlich nach dem Notausgang gefragt, weil der wird nicht immer unbedingt verkauft. Und ja, das geht auch. Dann bekommt ihr quasi den besten Platz in der Economy kostenlos. Ja, also manchmal ist es ja auch so, dass man schlafen möchte, selbst wenn man in den Urlaub fliegt, ja. Und dann möchte man also quasi im Flugzeug relativ schnell sein Essen und seine Getränke bekommen. Das funktioniert aber eigentlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt einen Trick. Wenn ihr euch online in eure Reise bzw. euren Flug bei der Airline einloggt, dann seht ihr ja eure Reise, eure Flüge, aber ihr könnt auch eine sogenannte Sondermahlzeit bestellen. Das hört sich immer so besonders an, aber ihr könnt dort nicht nur vegetarisch bestellen, ihr könnt auch ja,
kalorienarm bestellen oder halt letztendlich irgendetwas, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst ja noch nicht mal Vegetarier sein, aber vielleicht schmeckt es ja. Und das hat einen guten Grund, nämlich die Sondermahlzeiten werden zuerst ausgeteilt. Das heißt, in der Economy ist das besonders gut, denn da bekommt ihr quasi sofort euer Essen nach dem Start, wenn der Service beginnt. Und wenn ihr Glück habt, dann bekommt ihr auch gleich etwas zu trinken, weil wenn ihr schon mal da bin, dann fragt ihr bestimmt die Stewardess auch, ob ihr was trinken möchtet. Und dann seid ihr fertig. Und alle anderen müssen dann noch warten, bis das Essen kommt. Und ihr könnt schon schlafen. Eigene Getränke geht natürlich auch und auch Speisen. Da müsst ihr nur darauf achten, dass gerade bei Getränken könnt ihr natürlich nicht über 100 Milliliter mitbringen, aber ihr könnt es entweder im Duty Free kaufen oder zum Beispiel einen Teebeutel mitbringen und die Crew an Bord fragen, ob ihr denn diesen Tee mit heißem Wasser bekommen könnt. Das ist auch kein Problem. Oder die Speisen. Wenn zum Beispiel ihr Müsli essen wollt, irgendwelche anderen Dinge, könnt ihr die auch gerne mitbringen und vor Ort verspeisen. Absolut kein Problem. Ihr könnt immer die Crew fragen, ob sie euch das entsprechend zubereiten können oder eine Schüssel, einen Teller bringen. Das ist auch kein Problem. Ja, nur kein Alkohol im Duty-Free kaufen und an Bord konsumieren. Das ist wiederum verboten oder meistens nicht erlaubt. Dass das geht, das haben wir zum Beispiel oft in China gesehen. Kein Problem, jeder kommt da mit einer Literflasche an, die natürlich leer ist, und fragt die Crew, ob da nicht mal heißes, warmes oder kaltes Wasser reinkommt. Meinetwegen ist da schon etwas drin, in der Pulver oder Tee. Ja, und dann trinkt da jeder sein eigenes Getränk. Ist wahrscheinlich derselbe Aufwand, als wenn jeder Gast nach einer Cola fragt oder nach einem Wasser. Wie nervig kann das sein und vielleicht auch nicht so förderlich für den kommenden Tag, man möchte ja fit sein, wenn das Zimmer sich nicht ordentlich abdunkeln lässt, immer so ein Spalt offen ist und da kommt dann morgens dann vielleicht noch der Sonnenschein rein und man möchte eigentlich nur schlafen. Nein, klar möchte man ein bisschen Helligkeit und auch Sonne haben, aber wenn ich schlafen möchte, dann möchte ich schlafen. Da gibt es einen Trick, den finde ich richtig cool. In der Regel gibt es ja im Kleiderschrank im Zimmer ja ein oder zwei Bügel mit Klammern dran, also eigentlich für Hosen gedacht. Und er nimmt einfach diesen Bügel, hält ihn so an den Vorhang, also beziehungsweise den beiden Vorhängen, und klammert sie zusammen. Damit ist zumindest in der Mitte kein Spalt mehr da. An den Enden müsst ihr schauen, am besten stellt ihr da vielleicht irgendwas hin, damit die Gardine beziehungsweise der Vorhang ganz am Ende ist und damit ist eigentlich alles in der Regel abgedunkelt und dann ist man auch hoffentlich für den nächsten Tag erholsam in den Tag gestartet. Für uns ist es elementar und es ist echt ärgerlich, wenn wir irgendwas mal wieder zu Hause vergessen haben. Also ist mir schon passiert, das Kabel für die Festplatte habe ich zu Hause liegen lassen. Wo kriege ich so ein Kabel im Urlaub her, beziehungsweise in irgendeiner Stadt? Oder das Ladegerät für den Rasierer. Und natürlich ist er irgendwann aus und geht nicht mehr. Sehr, sehr ärgerlich. Und was ist mit dem Visum? Und was sind ganz, ganz wichtige Dinge? Macht euch am besten vor der Reise, ein paar Tage vorher, eine Liste, was ihr noch machen müsst und was ihr einpacken solltet. Was euch ganz, ganz wichtig ist. Das kann man hier immer wieder machen und dann die Liste entsprechend ergänzen. Und so werdet ihr nichts vergessen. Als Beispiel nenne ich immer ganz gerne das Visum oder halt letztendlich die ICE-Start für die USA. Dass man das nicht vergisst, weil kurzfristig wird es dann natürlich extrem schwer, daran zu kommen. Oder was ist mit dem Ladegerät für den Rasierer oder die Zahnbürste? Wenn ich das nicht mit habe und natürlich irgendwann sind die leer und dann stehe ich da. Das habe ich auch schon gehabt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir denken zum Beispiel auch immer daran, dass wir den Kaffee-Vollautomaten leeren, weil wir möchten danach natürlich nichts Lebendes da drin haben. Oder halt auch das Wasser abstellen. Ja, wir hatten schon mal Wasserschaden, während wir unterwegs waren. Und das ist extrem ärgerlich. Und wenn man das abschaltet und hier braucht eigentlich nichts Wasser, wenn wir nicht da sind, dann kann eigentlich da nichts passieren. Auf manchen Reisen könnte es euch helfen, wenn ihr zum Beispiel in der Drogerie für wenig Geld solche kleinen Flaschen, wieder mal maximal 100 Milliliter, besorgt. Und da könnt ihr Spülmittel oder Waschmittel, Desinfektionsmittel und andere Flüssigkeiten reintun, die ihr vielleicht auf euren Reisen benötigt. Wir zum Beispiel, wenn wir länger unterwegs sind, müssen wir mal was waschen. Ich habe auch keine Lust, das immer im Hotel abzugeben, das ist erstmal teuer, oder in die Wäscherei zu geben, weil da weiß man nicht, wie es man zurückbekommt. Also waschen wir oft selber, im Waschbecken oder in der Badewanne. Und also irgendwie besser, wenn man sein eigenes Waschmittel dabei hat, weil da hat man ja wenigstens die Erfahrung, dass es funktioniert. Ja, und Spülmittel? Ja, wenn wir zum Beispiel, meine Sonnenbrille mache ich damit gerne sauber oder Oberflächen von meinem iPad oder andere Dinge. Da wollen wir jetzt keinen Glasreiniger mitnehmen oder da reinfüllen, sondern das machen wir alles mit dem Spülmittel. Habt ihr noch eine nicht mehr gültige EC-Karte oder Kreditkarte oder eine Payback-Karte, die letztendlich wirklich nicht mehr gültig ist,
dann packt sie ein. Ganz, ganz wichtig, denn ganz oft gibt es in Hotelzimmern sogenannte Anwesenheitssensoren oder der Strom schaltet sich automatisch nach Verlassen aus. Und dann habt ihr nichts mehr, was lädt. Wenn ihr zum Beispiel unbedingt eure Kamera, euer Handy, Laptop laden müsst, klar muss man das, dann geht es halt nur, wenn man im Zimmer ist. Was aber blöd ist, wenn ich zum Beispiel essen gehen will oder wir sind am Strand oder keine Ahnung, dann lädt nichts. Da gibt es aber einen Trick. Nehme ich diese Karte oder ihr fragt einfach mal, wo denn eine Steckdose ist, die Dauerstrom hat. Denn das gibt es definitiv. Zum Beispiel das Telefon muss immer mit Strom versorgt werden, wenn es natürlich einen Stromanschluss hat. Oder der Fernseher. Manchmal hat der Fernseher auch einen USB-Anschluss. Das heißt, da könnt ihr euch auch immer eure Geräte laden lassen. Aber besser ist eher, eine Karte mitzunehmen, weil das ist das meiste, nämlich ein Kartenschacht, den man benutzen muss, wenn man quasi mit der Hotelkarte im Zimmer ist und dann lädt es auch, wenn man außerhalb des Zimmers ist. Und die Schuhe, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Da ist man ja eigentlich überall. Das Beste ist ja auch noch die Toilette im Flugzeug. Oh Gott. Und die Schuhsohle möchte ich also nicht so frei in meinem Koffer haben, auch nicht im Handgepäck. Da gibt es einen richtig, richtig coolen Tipp und Trick. Eigentlich in jedem Hotelzimmer gibt es im Badezimmer unter der Spüle oder neben der Spüle die Duschhaube. Ja, die Duschhaube ist meistens so groß, dass man sie quasi über die Fußsohle drüber stülpen kann und im Koffer verstauen. Damit ist eigentlich alles gesichert und definitiv kann diese Fußsohle oder die Schuhsohle kein Kleidungsstück berühren. Ja. Und der letzte Tipp, und der ist uns sehr, sehr wichtig, denn wenn man viel unterwegs ist, kennt man das Entertainment-System an Bord im Flugzeug wahrscheinlich schon fast auswendig. Ja, und deswegen laden wir vor unserer Reise oder vor dem Flug immer unsere Serie, unsere Lieblingsserie oder vielleicht gerade einen Lieblingsfilm, den man anschauen möchte, bei den Online-Streaming-Diensten runter, am iPad zum Beispiel. Dann hat man das quasi immer dabei und ich kann es an meinem Platz schauen. Ja, da habt ihr es vielleicht bei Dominik schon mal im Aeromexico-Flug gesehen. Man sieht es zwar überall anders auch, dass man das irgendwo anbringen kann mit irgendwelchen Tipps und Tricks. Aber es ist viel einfacher, sich einfach so einen Aufsteller für Smartphone oder halt auch fürs iPad zu besorgen. Ja, und dann direkt auf den Tisch voreinzustellen. Das habt ihr, wie gesagt, auch bei Dominik im Aeromexico-Video gesehen. Das waren jetzt unsere besten oder besser gesagt Top-Tipps und Tricks auf Reisen, die wir uns irgendwie angeeignet haben mit der Zeit. Man lernt ja auch mit der Zeit, was vergessen werden kann oder was jetzt irgendwie gerade fehlt. Und das haben wir euch jetzt quasi in den Tipps und Tricks mitgeteilt. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viel mehr. Oder habt ihr spezielle Fragen oder ist euch mal was aufgefallen, dann könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen. Dann können wir für weitere Videos das entsprechend mit aufnehmen oder wir antworten euch entsprechend auf eure Frage. Ja, aber ich finde das schon sehr interessant, was passieren kann und wie man zum Beispiel bestimmte Situationen umgehen kann, wenn man es nur vorher weiß und vorher beachtet. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, habt ihr Fragen, Anregungen oder ist euch was Ähnliches passiert, dann auch gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Video.